Die Armee muss jederzeit in der Lage sein, Informationen sicher und zuverlässig zu erhalten und zu verbreiten. Nur dann kann sie ihren Auftrag erfüllen. Um die Sicherheit auch im Cyberraum zu gewährleisten, braucht die Armee sichere und unabhängige Infrastrukturen, Netze und Kommunikationsmittel. Diese drei Elemente sind eng miteinander verbunden und unter dem Namen Vitania zusammengefasst. Die Rechenzentren verarbeiten und speichern Daten. Sie sind das Gehirn von Vitania. Sie sind robust, autonom und redundant gebaut, so dass beim Ausfall eines Rechenzentrums automatisch das nächste übernimmt. Im Jahr 2020 nahmen die beiden Rechenzentren Campus und Fundament ihren Betrieb auf. Campus ist gemäß zivilen Standards gegen Naturgewalten geschützt und wird auch von zivilen Bundesstellen genutzt. Fundament ist vollgeschützt, also sowohl gegen Naturgewalten als auch gegen Waffenwirkung gesichert und wird ausschließlich von der Armee genutzt. Dasselbe gilt auch für das dritte Rechenzentrum Castro 2, welches in den nächsten Jahren gebaut und ausgestattet werden soll. Das Führungsnetz Schweiz ist wie ein Nervensystem. Es transportiert die Informationen zum und vom Gehirn, den Rechenzentren. Das Netz besteht aus Glasfaserstrecken, Richtstrahlverbindungen und Kommunikationsknoten, die allesamt geschützt sind und autonom funktionieren. Dieses krisenresistente Daten- und Kommunikationsnetz wird laufend erneuert und wo nötig weiter ausgebaut. In außerordentlichen Lagen können die zivilen Partner des Sicherheitsverbundes Schweiz, wie zum Beispiel die Feuerwehr und die Polizei, unabhängig über dieses Netz kommunizieren. Das dritte Element von Vitania ist die Telekommunikation der Armee. Sie erfolgt meist drahtlos und ist geschützt. Die Angehörigen der Armee können jederzeit und von überall in der Schweiz auf die notwendigen Informationen aus den Rechenzentren zugreifen. Zudem wirken sie wie Sinnesorgane und speisen Informationen in dieses System ein. Dank Vitania kann sich die Bevölkerung jederzeit auf die Armee und den Sicherheitsverbund Schweiz verlassen. Zudem unterstützt Vitania die Cyberabwehr. Da sich die Informationstechnik rasend schnell weiterentwickelt, muss auch die Armee ihre Informations- und Kommunikationstechnologie laufend erneuern und erweitern. Die Umsetzung von Vitania erfolgt in mehreren Schritten. Mit jedem Schritt werden Funktionalitäten und Sicherheit ausgebaut. Vitania ermöglicht es der Armee und ihren Partnern aus dem Sicherheitsverbund Schweiz, unabhängig von der Lage, immer dort im Einsatz zu sein, wo es sie braucht. Vernetzt, robust, autonom. Für eine sichere Schweiz.